Hallo und herzlich willkommen zu Sigrids Kreativtipp. Heute geht es um Stempeltechniken und zwar zeige ich euch einmal die sogenannte Wiederholungstechnik bzw. erkläre sie euch und zeige euch außerdem, wie ich diesen Hintergrund hier gemacht habe. Mit der heutigen Karte zeige ich euch zwei verschiedene Stempeltechniken. Zum einen könnt ihr hier schon mal sehen, wie es aussieht, wenn man die sogenannte Wiederholungstechnik benutzt. Das bedeutet, man färbt den Stempelabdruck erst einmal, stempelt und stempelt dann direkt noch einmal, ohne wieder Farbe drauf zu machen. Und dadurch erhält man diesen schönen Effekt, dass die Blüten zwar im Prinzip die gleiche Farbe haben, aber eben doch ganz anders aussehen, weil der zweite Abdruck natürlich deutlich heller wird. Die Blüten brauchen wir jetzt aber erstmal noch nicht, sondern ich habe mir mit den passenden Schablonen hier einmal eine Schablone gestanzt, mit der ich jetzt arbeiten möchte. Und dazu habe ich mir jetzt hier drei verschiedene Grüntöne rausgesucht, einmal Limette, Farngrün und Olivgrün. Und dann habe ich hier noch ein Fingerschwämmchen. Ich fange jetzt mal mit Limette an und nehme jetzt einfach hier das Fingerschwämmchen und tupfe über diese Schablone, die ich hier habe, um die Farbe jetzt dann natürlich nur da aufzutragen, wo das Loch ist. Und dadurch, dass ich jetzt halt mit dem Fingerschwämmchen unterschiedlich viel Farbe auftragen kann, kann ich dann noch einen ganz dezenten Schatteneffekt erreichen. Aber das ist noch gar nicht so, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt hatte. Das heißt, ich muss doch noch mal ein bisschen wieder drüber gehen. So. Und das heißt, so sieht dann jetzt erstmal, oh, ich hebe es mal hoch, mein erstes Blatt aus. So, das mache ich jetzt noch mal ein bisschen versetzt hier weiter oben. Und natürlich mache ich das mit den anderen beiden Farben jetzt auch. Dadurch, dass ich jetzt mit hellem angefangen habe, kann ich jetzt ruhig ganz hemmungslos hier in das Neue gehen. Und auch da versetze ich jetzt die Schablone einfach ein bisschen und nehme dann einfach die neue Farbe und mache dann nochmal ganz genau dasselbe. Und das Ganze wiederhole ich jetzt natürlich auch nochmal mit dem Olivgrün, so dass ich dann halt drei verschiedene Schattierungen hier habe. Ja, und ich glaube, so reicht das dann jetzt eigentlich auch schon. Denn die Blumen möchte ich natürlich jetzt auch noch aufkleben. Mal schauen, wie ich die jetzt hier so verteile. Und dann möchte ich noch den Spruch stempeln. Ich habe mir jetzt hier mal Dankeschön ausgesucht und den stempel ich jetzt einfach nur hier
ganz schlicht unten drunter. Die Blüten klebe ich jetzt mit Dimensionals auf. Und ihr seht jetzt hier unten, kann ich damit auch noch ganz nett hier so diese kleine Lücke in den Blättern vertuschen. Ich glaube, das ziehe ich aber noch ein bisschen hier rüber. So, und dann kann ich das Ganze, wie immer, noch auf meine Karte kleben. Und brauche dafür aber jetzt ausnahmsweise nochmal ein Passepartout. Die Maße für die Papiere, die schreibe ich euch wieder auf meinem Blog. Der ist dann hier unter dem Video verlinkt. Und ich klebe das jetzt hier erstmal alles zusammen. So. Oh, nee. Das ist nicht in der Mitte. Aha. Mal wieder runter. Da muss ich noch ein bisschen weiter runter. Ja, so sieht besser aus. Und das kommt dann natürlich noch auf die Karte. Hoppla! Ich glaube, der Kleber war leer. Ach, es klebt ja noch an meinen Fingern. Mal gucken, habe ich hier noch ein bisschen was drauf. Ja. Und das kommt dann jetzt hier hin. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich bin gespannt, was du mit diesen Techniken zauberst und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann!